Selbst heute wird diese Zahl von offizieller Seite genannt. Zu den Gegnern der sowjetischen Politik der Transparenz zählt auch der damalige französische Gesundheitsminister, der 1986 bestreitet, dass die radioaktive Wolke über sein Land gezogen sei. Haben Sie in Frankreich etwas registriert? Nein, der Wind weht nicht in unsere Richtung. Er weht gegen den Uhrzeigersinn und es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Die öffentliche Gesundheit ist nicht in Gefahr. 20 Jahre später gibt es Berichte, wonach in Frankreich und vor allem in Korsika Fälle von Schilddrüsenkrebs derselben Kategorie und Schwere wie in der Umgebung von Tschernobyl aufgetreten sind. Das gefährlichste Element, das aus dem Reaktor von Tschernobyl entwich, ist nicht Cäsium oder Plutonium, sondern Lügen. Ich bezeichne das als die Lüge von 86. Diese Lüge wurde genauso weit verbreitet wie die Radioaktivität selbst, über das ganze Land und die gesamte Welt. Am 27. April 1988 wird der zweite Jahrestag der Katastrophe begangen. Das Akademiemitglied Valery Legasov, der Mann, der darauf hingearbeitet hatte, die gesamte Wahrheit zu enthüllen, begeht Selbstmord. Noch heute wird das Land von den radioaktiven Partikeln, die aus dem explodierenden Reaktor geschleudert wurden, vergiftet. Zwanzig Jahre nach der Katastrophe ist die Umgebung von Tschernobyl noch immer unbewohnbar. Binnen fünf Jahren sinken die Radionuklide 5 Zentimeter in die verseuchte Erde. 20 Jahre später sind sie also 20 Zentimeter tief in den Boden eingedrungen. Sie verseuchen weiterhin die Pflanzen. Um die Erde zu reinigen, müssten wir eine 20 Zentimeter dicke Schicht abtragen und diese unterirdisch versiegeln. Das ist jedoch absolut unmöglich. Heute leben 8 Millionen Menschen in verseuchten Gebieten der Ukraine, Russlands und vor allem Weißrusslands. Seit 20 Jahren ernähren sie sich von radioaktiv verstrahlten Nahrungsmitteln, die sie langsam aber sicher vergiften. Dieses Thema, das 1986 auf der Wiener Konferenz von der sowjetischen Delegation aufgeworfen wurde, ist systematisch ignoriert worden. In einer Spezialklinik in Minsk wurden zwischen 1986 und 2002 1152 Kinder wegen Schilddrüsenkrebs behandelt. Wie viele waren es in anderen Städten? Bisher sind noch keine weltweiten Statistiken veröffentlicht worden. Der Arzt Juri Bandaschewski beschäftigt sich seit der Katastrophe mit den Krankheiten der Bevölkerung in den kontaminierten Gebieten. Als er seine Ergebnisse 1996 veröffentlicht, werden sie sofort als unglaubwürdig verworfen. Man verurteilt ihn wegen angeblicher Korruption zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren. Im November 2005 steht er immer noch unter Hausarrest. Sehen Sie sich doch an, was passiert, wenn ein Muttertier während der Tragezeit mit Cäsium verseucht wird. So viele Deformationen in nur einem Wurf. Oberlippenspalten, fehlende Augen, deformierte Schädel. Diese Embryos stammen von Hamstern, die man ausschließlich mit verseuchtem Gras aus der Gegend um Gomel fütterte. Das Ergebnis? Ganze Würfe mit schwersten Deformationen. Ich war entsetzt, als ich sah, wie viele deformierte Embryos in Tieren heranwuchsen, die cäsiumverseuchte Nahrung zu sich nahmen. In nur 2 Wochen bekam ich unglaublich hohe Zahlen von Deformationen. Und wenn man dann so ein Monster vor sich hat, dann spricht man doch darüber. Sie kennen sicher das Kunstkameramuseum in St. Petersburg. Ich will ganz offen sein. Ich selbst könnte so viele Monster erschaffen, wie ich wollte. Es gibt keine offiziellen Studien zu Genmutationen aus der Gegend um Tschernobyl, obwohl sich zahllose Fälle nachweisen lassen, trotz der vielen tausend Fehlgeburten und Abtreibungen nach der Katastrophe. Die Deformationen, die diese Kinder vorweisen, gleichen denen von Bandaschewskis Hamstern.
In Weißrussland leiden derzeit ungefähr 300.000 Kinder unter den Folgen der Kontamination. Nichtstaatliche Organisationen wie das Internationale Grüne Kreuz, das von Gorbatschow gegründet wurde, nachdem er 1991 die Macht verlor, haben für die Opfer von Tschernobyl Behandlungs- und Hilfszentren eröffnet. Sie organisieren Therapiegruppen, die den heranwachsenden Generationen in den verseuchten Gebieten beibringen, wie man mit der Radioaktivität umgeht. Wie lange soll das noch weitergehen? 800 Jahre? Bis in alle Ewigkeit? Tschernobyl spielte für uns alle eine bedeutende Rolle. Wir dürfen weder Mittel noch Wege scheuen. Wir müssen internationale Zusammenarbeit stärken, Forschungszentren ins Leben rufen, um sichere Energiequellen zu erschließen. Das ist das zentrale Thema. Ich wünsche niemandem ein solches Schicksal. Niemand hat es verdient, das durchmachen zu müssen, was wir in Tschernobyl erlebt haben. Wir alle sind menschliche Wesen. Niemand hat so etwas verdient. Zehn Kilometer vom Kraftwerk entfernt liegt die Sicherheitszone Tschernobyl 2. Vor 20 Jahren konnte sich niemand dieser riesigen militärischen Radaranlage nähern. Moskau wollte hier amerikanische Raketen aufspüren. Dass sie nach der Explosion außer Dienst gestellt wurde, zeigt, welche Wirkung die Katastrophe in Tschernobyl hatte. Es ist schrecklich, Waffen einzusetzen. Noch schlimmer sind Atomwaffen. In Tschernobyl gab es in einem einzigen Reaktor einen Unfall und noch immer leiden wir unter den Folgen. Bisher sind zwei Atombomben abgeworfen worden, in Hiroshima und Nagasaki. Auch deren Folgen sind noch immer spürbar. Tschernobyl hat uns gezeigt, was passiert, wenn sich Atomenergie in Menschenhand befindet. Wir hatten errechnet, dass ein Exemplar unserer SS-18-Atomraketen verheerender wäre als 100 Tschernobyls. Die SS-18 wurde von den Amerikanern gefürchtet. Und von denen hatten wir 2700. Diese Raketen waren auf Amerika gerichtet. 2700. Stellen Sie sich deren Zerstörungskraft vor. Herr Gorbatschow hat wohl recht, wenn er sagt, dass Tschernobyl ein Beispiel für außer Kontrolle geratene Radioaktivität ist. Deshalb setzte er sich so vehement für die Abschaffung aller Atomwaffen ein. 1,5 Jahre nach Tschernobyl ließ Gorbatschow alle sowjetischen Sprengköpfe mit einer Reichweite von 500 bis 5000 Kilometern aus Europa entfernen. 10 Jahre später wurde der Vertrag über ein vollständiges Atomwaffentestverbot von der ganzen Welt unterzeichnet, mit Ausnahme von Indien. Tschernobyl war der Auslöser für eine weltweite atomare Abrüstung. Tschernobyl überzeugte jeden. Sowjets und Amerikaner erkannten endgültig die Gefahr der Atomvulkane, auf denen wir saßen. Nicht nur unsere beiden Länder, sondern die ganze Welt. Und doch scheint 20 Jahre später die Katastrophe von Tschernobyl mit ihren Folgen langsam aus dem kollektiven Gedächtnis zu verschwinden. Der radioaktive Inhalt unter dem alternden Sarkophag von Reaktor 4 bleibt unverändert tödlich. Seit 2001 sind die drei Tschernobyl-Reaktoren endgültig abgeschaltet. Doch auch 20 Jahre nach der Explosion schlägt das Messgerät am Fuße des versiegelten Reaktors bis zum Anschlag aus. Hohe Mengen an Radioaktivität, das Hundertfache des Normalwertes, kontaminieren noch immer die Umgebung des Kraftwerks. Der Stahlbetonmantel verwittert immer stärker. Seit dem Bau wurde der Sarkophag von 3000 Arbeitern immer wieder überprüft, um eventuellen Schäden vorbeugen zu können.
Wir glaubten, dass wir 30 Jahre nach der Explosion einen neuen Sarkophag bauen könnten, ohne dass die Menschen vor der hohen Strahlenbelastung flüchten müssten.